Einfach klettern wird präsentiert von Scapa. Love is love. Love is love. Adios. Liebe Freunde von Einfach Klettern, wir sind hier in der Boulderhalle E4 im Herzen von Nürnberg und ich habe bei mir Urs Stöcker, den Trainer der deutschen Nationalmannschaft Klettern. Ja, Tokio ist ja jetzt plötzlich weit weg, es wäre ja schon passiert und jetzt ist es erst in einem Jahr. Was aber vor der Tür steht, ist die deutsche Meisterschaft Bouldern. Was war das heute? Wozu dient diese Simulation, die wir heute gesehen haben? Es ging so ein bisschen um auch den Fokus zu bekommen, auch im Kopf, dass man nochmals in jeden Versuch, den man macht, wirklich alles reinzulegen, konzentriert zu arbeiten, aber trotzdem nicht die Variationsmöglichkeiten offen lässt, also dass man auch versucht, die Versuche zu variieren, also einfach die ganzen taktischen Sachen, die man dann auch in der Boulder-Meisterschaft dann umsetzen will, dann nochmals zu üben. Und die Boulder, die heute geklettert wurden, deinem Gefühl nach, würdest du sagen, das ist so in etwa das, was die Athletinnen auch am Samstag erwartet? Geht das in die Richtung? Also natürlich nicht von ungefähr, dass wir hierher gekommen sind, C4, weil der Gulig, also der Hallenbetreiber hier vom E4, ist auch Chefroutenbauer in Augsburg. Ja. Die Boulder sind jetzt in der Simulation eher schwer ausgewählt worden. Es gibt so zwei verschiedene Ansatzweisen, wie man so kurz vor dem Wettkampf trainiert. Es gibt Trainer, die sind dann eher so, gehen eine Stufe leichter rein und wollen die Athleten mit einem guten Gefühl wegschicken. Ich bin eher einer, der findet, okay, wir überpacen lieber und so, dass sie dann nicht einmal am Wettkampf verschrecken, dass die Intensität so hoch ist. Und darum habe ich jetzt auch hier die Intensität extra ein bisschen höher gewählt. Ja. Es waren auch zwei, drei riskante Sprünge dabei, wo sie ein bisschen committen mussten. Ja. Die Stile der Boulder waren so ein bisschen variantenreicher. Ja, das war so ein bisschen das Ziel des Trainings. Und was hast du heute gesehen? Was ist dein Resümee der heutigen Trainingssession, der Wettkampfsimulation? Sie sind noch ein bisschen müde, das heißt, sie müssen sich jetzt noch gut erholen. Es gab so ein paar Commitment-Probleme. Ich glaube auch, dass der Fokus nicht ganz hundertprozentig da ist, aber ich glaube, der kommt dann im Wettkampf von alleine. Am Anfang, in den ersten zwei Boulder, waren sie nicht so variantenreich, also haben sie nicht irgendwie versucht, die Lösung sowieso nicht funktioniert hat, mal was absolut Verrücktes zu versuchen. Das hat mir noch ein bisschen gefehlt. Ich glaube, vom physischen Bereich her passt. Aber es ist ja wahrscheinlich ganz normal, dass man ein paar Tage vor dem Wettkampf vielleicht nicht im fünften, sondern eher im vierten Gang klettert, also nicht an die 100% rangeht, oder würdest du sagen, du erwartest von deinen Athleten und Athletinnen im letzten Training auch nochmal die 100% abzurufen? Also die Intensität sollte immer schon 100% sein, also im letzten. Die Frage ist halt von der Auslastung her, also darum auch, dass die Einheit sehr kurz ist oder eher kürzer ist, dass der Fokus auch wirklich nur auf eine bestimmte Zeit beschränkt ist und durch das dann halt die Gesamtbelastung weniger hoch ist. Thank you.
an den zwei Tagen selbst, also während der Qualifikation am Samstag und im Finale, Halbfinale und Finale am Sonntag, ist der Coach, gibt er nochmal vor Ort Impulse, die richtungsweisend sein können, oder ist das ab dann, ist die Arbeit geleistet und der Athlet übernimmt sozusagen? Also wie viel hängt noch von dir ab an den Wettkampftagen? Deutsche Meisterschaft nehme ich mich komplett raus als Coach, weil ich ja sozusagen die Nationalmannschaft betreue und dann und sie ja untereinander in Konkurrenz stehen. Also da will ich auch nicht für jemanden mehr da sein als für jemand anderen. Das heißt, da bin ich wirklich nur in der Beobachterrolle. Jetzt im Weltcup ist es natürlich schon so, dass man da noch die letzten Schräubchen drehen kann, wie man aufwärmt, was man für Aufwärmbude macht, was man ihnen mitgibt, so in den letzten halben Stunde so, oder was man noch mit ihnen beredet und so weiter. Aber da muss man den Athleten auch relativ gut kennen, dass man weiß, was man wie triggern kann. Freust du dich auf die deutsche Meisterschaft am Wochenende? Natürlich. Ja. Also ich glaube, das wird ein cooler Event. Schade, dass es kein Publikum gibt, aber ich glaube, dementsprechend gut sollte der Livestream sein, dass dann auch viele Leute da mitmachen und mitschauen. Ja, und ich hoffe, ich glaube auch, dass der Routenbau sehr gut wird. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, und auch danke, dass wir dabei sein konnten. Wir werden auf jeden Fall einschalten, wenn es beim Livestream dann heißt, es geht los mit der deutschen Meisterschaft, und drücken allen Athleten und Athletinnen die Daumen, dass sie es aufs Podium schaffen. Danke.